Da ist leer. Da ist leer. Da leck mir am Arsch. Ich bin gefüllt, Alter. Nimmst du? Also, wir versuchen bei Cresta deutsche Papiere zu machen. Was sagst du? Ich sage jetzt erstmal Scheiße ohne Benzin. Wir müssen tanken und Vollgas weiter. Typ schiebt Auto, Alter, zur Tankstelle. Gib Typ, ey, gib Typ. Du musst einfach Gas geben. Nein, das ist nicht nur Sache. Wenn ihr das platt macht, ich sage, ich bring dich um. Das ist normal, ja. Komm, der, guck mal, der fährt wie Gangster. Ich schwör, der gibt sich voll an. Das ist geil, ey. Den brauchen wir bei mir. Lass ihn bei mir stehen. Nein, das ist gut so. Ich war in der Radio. Ja, Kassette, Bro. Also, jetzt mach. Warte. Das ist Tupac, Dr. Dre. Du drückst zu viel rum, Alter. Jetzt machen wir Probefahrt. Probefahrt. Mach die Start. Ist das Video oder ist das Kamera? Video, oder? Kamera, also, Bro. Start. Ich hab Start gemacht. Wir machen Probefahrt mit TÜV-Prüfer und Kost, der Driftkönig. Mach aber keinen Drift, Bruder, bei dem Auto. Ich die, diese Auto, ganze Deutschland schenkt es Liebe. Egal, wir machen jetzt die erste TÜV-Prüfung in Deutschland. Da ist kein Sprit drin, ey. Ah, kein Sprit, ja, Mann. Das ist jetzt richtig kostet. Aha, da ist kein Sprit, Bro. Ja. Der ist leer. Ja. Mach mal langsam. Du musst langsam machen. Du musst chillig zur Tankstelle. Ja, das ist Auto, das ist kein Auto. Das ist jetzt spannend. Fahren wir zur Tankstelle. Ja. Da links ist so Tankstelle. Komm, gehen wir langsam. Mach aber kein Gas geben. So chillig, weißt du? Ja. Glaub mir, das. Ich lade mich kaputt, wenn wir stehen bleiben. Ich schwör's dir. Ja. Echt? Ah, guck, da ist leer. Da ist leer. Da leck mir am Arsch. Fahr doch. Auto bringt er mich zu dir. Warte, komm mal, du musst. Du Bruder, du gehst zu viel am Wasser. Na, der ruhig jetzt. Guck mal. Kommt. Voraus. Mach mal nicht lang. Leck mir am Arsch. Mach langsam. Oh, Polizei. Mach schneller. Mach schneller hier rein. Fahr. Nee! Fünf die Bullen, Alter, was sind die mal, ey? Komm! Nee! Hast du mir jetzt gefüllt, Alter? Ja. Komm schon! Wo ist der Tank? Alter! Mann, nein! Lass auf, nein! Scheiße, Alter! Mach mal! Das Motor ist aus, ey, Motor ist aus, Mann! Mach nein. Neutral, ey! Neutral ist besser, Motor Mann, ist aus! Mach mal! Fahr rein, Alter. Wo ist der Tankdeckel? Warte, gleich, guck mal. Nee. Fahr mal rechts. Ja, weil ich muss Schwung holen. Fahr rein einfach. Scheiße. Ich will Schwung. Alter, spring raus, ich schieb, ey. Alter, wir sind so am Arsch. Wo ist Tankdeckel, Alter? Warte kurz. Links rechts ist der Link. Rechts ist Tankdeckel. Rechts. Scheiße. Probier mal anzumachen. Schieb schnell, ey, wo ist der Tank? Ja, mal, probier nochmal anzubauen, ey. Rechts ist Tank. Komm. Mama, gerade Räder. Geil, Alter. Da ist er drin, Alter. Und was sagst du, okay? Wir müssen rechte Seite, Bro, rechts. Tank ist rechts. Aber egal, wir können rüberziehen, oder? Dort, bei zwei. Nimm mal die zwei, oder? Nimmst du auch. Also, wir versuchen bei Cresta deutsche Papiere zu machen. Warte, Edi, du klingst falsch. Gib mal, ja, gib mal, also. Hä? Edi, was passiert? Erzähl mal. Was passiert? Versuchen. Ja, wir haben versucht hier, der TÜV-Prüfer sagt hier, einmal gern fahren mit, hat rote Schilder organisiert. Ja. Was passiert? Wir sind einmal und Decke und Sprit ist... Hey, was sagst du? Ich sage jetzt erstmal Scheiße ohne Benzin. Wir müssen tanken und Vollgas weiter. Starte den Kiste. Also, das war ganz genau, gell? Ganz, guck mal. Ja, Mal, also, hast du gesehen, so wie das gereicht hat, gell? Wo bist du? Mir macht da, das reut der Schlauch. Das sind nur 10 Leute, Alter. Die hinten wurden geschlafen, ne? Und der weg ist, ne? Komm! Ha? Wo ist der Tank? Ja, hier ist er. Ne, du kannst, bist du da oder hier? Alle. Da, ne? Ja. Was sagst du zum Auto, hey? Ist gut. Ha? Gut. Typ-Prüfer schiebt Auto, Alter, zur Tankstelle. Gib Typ, ey, gib Typ.
oder? Mamolo. Der Typ kommt noch nicht raus, oder? Der kann rückwärts, Alter. Kannst du rückwärts fahren, oder? Geil, Alter. Guck mal. Mit dem laufen die, der wäre kaputt. Ich würde ihn mit der rechten Seite überholen. Auf rechte Beifahrt ist überholen den Audi. Guck mal, auf der TÜV. Okay. Sobald du losfährst, geh ich nur und zu hier, weißt du? Mhm. Ja. Automatik. Wie bei S-Klasse. Ja, ich schwör. Oh, ey. Stand lange, weißt du, Bremse. Teste mal eine Bremse und so weiter. Ja. Schau dir das an, Alter, hier. Bei diesen Freaks hier. Oh, Schüchter, wie wenn der Nachbrenner einzündet. Da drunter geschaltet, meinst du das? Ja? Scheiße. Wie wenn der Nachbrenner. Hat der Slicks drauf, gell? Semi-Slick. Ja, ja. Die müssen erst warm werden, weißt du? Schnall dir an, ey. Ey, die geht nicht mehr auf. Schnall dir an. Bei mir geht die ganz schnell hinten. Da. Das ist kein Driftauto, Bro. Das ist kein Rennauto. Nein. Viertelmeile. Nein, da ist so. Das hätte ich. Wer checkt mich? Mach mal langsam. Du musst einfach Gas geben. Nein, Alter. Wenn ihr das platt macht, ich sage, bring dich um. Ich sage, ich schwöre, ich leide an. Er baut neue. Nein, aber der muss wahrscheinlich. Nein, du kriegst das Auto nicht mehr. Ich denke dem, aber der muss einmal durch. Aber der ist gut. Ja, klar, das Auto ist gut gebaut. Da ist alles neu. Der BMW wollte vorbei. Langsam mit dem Bremsen. Wir müssen denken, auf jeden Fall. Warte mal. Ich muss auf Straße, das lädt sehr, dass so schöne Sachen da gibt. Ja. Das ist geil, gell? Aber es ist nicht zum Heizen eigentlich, weißt du? Ja. Aber das ist dann. Viertelmeile, nein, Mann. Nein. Das ist so chillig, Musik und so Sound genießen. Ja, dann brauchst du Subwoof und alles. Nein, alles original muss sein. Das ist original Radio mit Kassette. Lass schon da. Dann machen wir TÜV die Woche. Ja, wir sind kein TÜV. Doch. Wie will, dass du das erstmal anguckst? Was soll ich gucken? Sollen wir gleich machen? Ohne Schild. Gangster G-Ride shit an ist das hier. Der ist geil, ey. Hey, langsam. Mega. Das ist ein Toyota. Aber guck mal, der Tacho weiß gar nicht. Der ja, weil 180 ist. Weil der japanische. Weil der muss 180. Der Bremse ist gut. Aber der macht doch TÜV, lass den TÜV machen, Alter. Guck mal. Das ist ein Fahrversuch, nennt sich mal, das. Guck mal, guck mal, Alter. Ja, da ist große Bremse. 100 Kilo, Digga, hier, hinter, ne? Ja. Ah, Luft ist raus, Alter. Ist Luft aus? Nein, nein, alles gut. Oh, ja, das musst du immer wieder machen, weißt du, normaler. Hat der nicht hier unten? Nein, Luftfahrwerk, da muss jemand anrufen. Das ist normal, ja. Komm, der, guck mal, der fährt wie Gangster, Alter. Ich schwör, der gibt sich's voll an. Das ist geil, ey. Den brauchen wir bei mir. Lass ihn bei mir stehen. Geiles Auto. Ja. Lass ihn stehen, wir gucken den an. Dann machen wir Einzelabnahme. Was auch. Weil der ist gut. Ja, der ist, das ist alles gut. Der ist so gepflegt, das Auto. Ja, alles super gemacht. Alles super Zustand. Aber Achsen alle überholt. Alles, alles Picobello. Weil du kriegst es nicht mehr her, Bruder. Zum Beispiel diese Sitze, du kriegst in Amerika vielleicht gebraucht, aber 5000 Euro. Du kriegst nichts mehr her, Bruder. Guck mal, ich suche dieses Ding, ich finde einfach nie. Warum? Ich nehme beleuchtet. Nein, siehst du dieses Abgehör. Ja, ich suche neue, weißt du? Das ist gut ist, du findest. Ja, bekannt, der macht es nach, original. Nein. Der gießt es. Der gießt ich hab schon alle schon gefragt, weißt du? Und wie ist auch. Gut, keiner weiß, dass sich die gute Teile wissen kann, was ist. Ja, das gibt's nicht in Deutschland. Yeah. Hat der Sport und sowas? Nein, ich schon. Aber das bringt hier gar nichts bei den Autos. Gar nichts. Dass er schneller schaltet. Ja, nein, diese Automatik ist schon am Ende, weißt du? Aber rechts schaltet. Oh, oh yeah, Alter, ich schau. Mach ein bisschen leise, bitte. Mach langsam. Musik leiser ist.
Guck mal, der Turm. Alter, ich schwitze, Alter. Der, was hast du mit dem Auto gemacht? Aber ich bring um für das Auto, glaub mir. Das ist nur Probefahrt. Das ist nur Probefahrt. Zum Warmfahren. Der hat elektrische Spiegel einklappbare Lichtsensor, automatische. Diese Baujahr, die haben alle schon gehabt in diesem Baujahr. Normalerweise, wenn Originalradio ist, kannst du hier alles einstellen und so, weißt du? Radio? Mhm. Das ist aber auch original, aber so Zubehör-Original gab es damals als Option, weißt du? Aber auch teuer. Das ist so, das kann nichts, aber das kostet viel Geld, Alter. Leck, ja. Ja, ja. Das ist so eigene Welt, ist da, weißt du? Aber Bremsen geht gut, guck. Ja, da ist große Bremsanlage drin, extra umgebaut. Und vorne stand er nicht gut. Nein, weil er stand lange, denke ich, da habe ich mir gedacht, weißt du? Jetzt einmal muss ich kurz gucken, ob der läuft. Kann ich trifft den Kopf. Nein. So wie du mit dem Kollegen gezeigt hast. Der hat keine Sperre. Warte. Stopp. Ach, Sperre, was für Sperre? Der muss durch die Fliege. Nein. Oh, ey, ich bomb. Leg ich ja, aber wie willst du bei dem Dings beim Semi-Slick driften? Geht nicht. Ja, es dreht nicht. Doch, wenn der Holz sich dann klebt, aber wenn er kalt ist, kannst du driften. Ja, aber jetzt ist der heiß, du bist gefahren. Ja, mit GT3 probiert, der war nur kalt, dann geht. Wenn er klebt, ja, dann ist scheiße. Aber wo der warm war, wo der kalt war, kann ich richtig gut. Der rutscht. Mach langsam. Klar, da ist. Mach langsam. Das Auto ist wichtig für mich, Alter. Du musst nochmal so fahren. Ja, deswegen. Du musst chillen, Alter. Du musst nicht, aber dann brauchst du Abwurf und du musst Airride auch so hopfen. Nein, nein. Muss richtig hopfen, oder? Ich war in Kalifornien, die hopfen über die Straße, das ist scheiße. Lowrider, muss ich. Ja. Auch geil, gell? Aber die Hydraulik hat sich scheiße an, gell? Diese Geräusche, die es macht. Guck, ja, der macht jetzt Ärger bei dir. Der macht jetzt Airride, Alter. Über Köln bin ich drin gegangen. Ja. Wir fahren Kinder mit Fahrrädern und alles. Alles klar. Nein, fahr hier. Mal langsam. Da ist der. Komm nur her, komm mal! Hier. Und was sagst du? Warte mal, ganz kurz, Fazit, 2 Sekunden. Also, hier sehr gut. Wir googeln jetzt das. Was sagst du, Umbau? Warte mal, das Straßenfahrverhalten ist in Ordnung, sehr oder? Sehr gut. Bremse funktioniert, Motor funktioniert. Bremse funktioniert besser wie gedacht. Ja. An sich. Besser wie der amerikanische Standard. Perfekt. Also, da fehlt nicht mehr viel zum Straße zulassen. Fällt nicht mehr viel, okay. Sehr gut. Nee. Hauptschule hat gerade eben gemerkt, beim Videoschneiden, dass es kein Ende gibt. Ihr checkt nicht, was danach passiert. Also, in der Zeit, wo wir Christucha tüfen wollten, wir haben schon die Probefahrt gemacht, Tüfle-Probefahrt, okay? Brutal abgemacht. Was sagt ihr? Bestia, ich überlege so alle diese. Oli, wirklich brutaler Typ. Also von Einstellung, von Kopf, wir sind beide verrückt und beide gleich. So, kennt ihr diese Art von wenn du einfach passt, von Humor her, von Einstellung her, vom Leben, okay? Wirklich, da passt wie Faust ins Auge. So passen wir zusammen, okay? Dass ihr Bescheid wisst. Ja, der hat das Auto Probe gefahren. Wir versuchten, eigentlich wollten wir dann weiter versuchen, TÜV zu machen, also Felgen gucken, Luftfahrwerk gucken, weil es hier ja ein paar Sachen umgebaut sind und das dann auch gleich eintragen. In der Zeit hat Christucha einfach im Battle vom Pace Museum, also von Jean-Pierre, seinem Museum, GP Performance, hat die Christucha einfach Battle gewonnen und darf dahin. Das ist schon mal gut, ich spare schon mal Platz, Alter, muss kein Platz sein für die Cresta. Und das darf einfach dahin für 6 Monate. Ihr könnt vorbeikommen, die Christucha angucken. Das war alles kurzfristig, weil eigentlich hatte ich über Winter vor, Christucha zu TÜVen. Und wir wollten ein paar Umbauten machen, weil hier sind ein paar Macken, kleine Macken, wo wir beseitigen können. Die Macken, die ihr nicht seht, kennt ihr. Wenn ihr eigenes Auto habt, dann gibt es Macken, wo ihr kennt die Macken im Kopf kommen die immer vor. Okay, wenn du das Auto siehst, aber andere sehen das gar nicht, unsichtbar für andere. Und die Macken wollten wir eigentlich für uns klären und wir wollten, kommt, ich mach Motor, wenn ich schon dran sind. Nein, man kriegt. Alle Christuschka, geh. Wenn ich hier so angucke, Pazani, guck mal, das ist alles so. Das ist richtig oldschool, Leute. Ich liebe das. Guck mal, diese Chrom, diese Scheibe, dieses Ganze so, das ist einfach brutal, Alter. Ich liebe dieses Auto, Alter. Und
Ja, und stell dir vor, ich stell mir einfach vor, wenn das Auto TÜV hat, alles deutsche Papier, also angemeldet ist, ich kann einfach das spontan mit meiner Familie oder meiner Tochter einfach nehmen. Ich fahre mit meiner Tochter gerne Cabrio. Wie ihr alle gemerkt habt, in Instagram zeige ich immer, wie ich da mit der, ich liebe das einfach, mit ihr einfach fahren, Cabrio, Eis essen. Hab mir überlegt, also überlegt euch, ich kann mit meiner Tochter einfach auf einen Cresta kurz auf so ein spontanen Treffen fahren. Okay? Also zurück. Eigentlich wollten wir, so, da hier UZ, 1UZ, V8 drin ist, geswappt, ja, wollten wir hier, das ist schon sehr sauber alles umgebaut, sehr originell, also ich merke hier gar nichts, wollten wir hier den Motorraum schön machen. Wir wollten cleanen, wir wollten zum Beispiel Batterie wegmachen, so, also das, zum Beispiel die Ventildeckel verchromen, vielleicht die Ansaugbrücke mal verchromen, mal so Schönheit reinbringen, wie das außen aussieht, dass es auch, wenn du den Motorraum aufmachst, sagst, okay, hier ist auch alles stabil, aber das Auto soll auch, was ganz wichtig für mich ist, das Auto fährt sich einfach Bombe. Das ist ein brutales Auto, das hat Klima, alles, das Auto ist einfach eine Limousine, okay? Und das Auto soll maximal alltagstauglich, daily-mäßig bleiben, okay? Klar, Luftfahrwerk hin und her, das kann man drüber streiten, aber dass das Auto brutal aussieht, im Motorraum, innen und alles, aber trotzdem, du kannst damit 1000 Kilometer ohne Probleme fahren. Das ist halt, das ist für mich ganz wichtig bei dem Auto. Wir wollten eigentlich über Winter dann Motorraum umbauen, tüfeln und jetzt geht das Auto einfach für sechs Monate zum Pace. Bin ich auch stolz drauf bei Jean-Pierre. Überlegte, der Gott vom Tuning Munich aus Deutschland bleibt. In seinem Museum steht mein Auto. Und auch natürlich für euch alle, die das noch nicht gesehen haben, können einfach vorbeikommen, die Kiste angucken. Ich zeig euch klein, guck mal, hier so. Solche Oldschool, die richtig japanische alte Tuning, okay? So was, guck mal die Scheibe hinten an, wie die gebaut ist. Heutzutage kannst du vergessen, so Anlagen, das ist hier zum Beispiel eine Option, das ist von den Jahren, von dem Auto, du konntest einfach eine Option, Tuning-Option auswählen. Okay, einfach die Farben hinten, guck mal. Das ist einfach brutal. Auch die, wer fährt heute, bei welchem Auto sieht schon Schmutzfänger aus, cool aus? An dem Auto, okay? An dem Auto, egal was du dran machst, an dem Auto, das ist cool, egal was. Das ist halt geil an GDM-Autos, da kannst du zum Beispiel hier Toyota Chaser, okay, das ist mein Toyota Chaser, auch eine stabile Legende, okay? Hier, an dem, guck mal, ihr könnt machen, egal was ihr wollt an GDM-Autos. Ihr könnt das Auto rosa machen, Spoiler drauf, das ist noch immer GDM und cool. Und bei der Kiste ist halt geil, muss ich euch sagen, das ist halt so richtig oldschool. Guckt mal die Linien einfach an. Wo siehst du so eine Schönheit? Okay? Was ich an dem Auto jetzt schnell machen musste, meine Lippe war schon gut gefickt. Zum Beispiel, weil ich bin damit gut viel rumgefahren und bin mal mit der Lippe ein paar Mal hängen geblieben. Über Winter wollte ich alles über Winter machen. Meine Chromleisten, seht ihr, die sind vorne hier ab, weil die leiden immer, die liegen im Innenraum. Die muss ich wieder gerade machen, wieder sauber dran kleben, weil hier sind die geschraubt, hier sind die geklebt. Und das muss alles wieder sauber dran, weil die Kiste liegt immer auf den Felgen. Und die Leisten, die leiden halt auch. Auch wegen, wenn es zu heiß ist. Trotzdem habe ich hier gute doppelseitige Klebeband, das klebt nicht so gut. Und ja, hinten kann ich euch zeigen. Seht ihr, hier geht auch immer ein bisschen ab. Aber natürlich nur, weil es auf den Felgen liegt. Und wenn du rumfährst, das geht irgendwann mal, musst du danach halt gucken, einmal in zwei Jahren oder so. Ja, das wollte ich, jetzt musste ich das alles schnell beseitigen machen. Eigentlich sollte die Kiste gestern, also Samstag, zum PES-Museum, wir haben das verschoben auf nächste Woche Samstag, weil mein Lackierer noch nicht fertig war und allgemein noch im PES-Museum haben die gesagt, das wird zu stressig kommen auf nächsten Samstag. Also ab nächsten Samstag ist die Kiste in Dortmund. Ich will euch einfach sagen, zeigen, was so Toyota und alte GDM-Autos können. Das ist wirklich, muss ich sagen, wenn ihr mich fragt, ich kenne mich, ich mache Tuning seit 2006, ich kenne fast alle getunten Autos und BMW und alles. Natürlich ist BMW mit der Boss, das Geilste. Aber ich muss euch sagen, vom Qualität, von diesen Kleinigkeiten, so, die haben solche Sachen, was andere nicht haben, auch diese Ausstattung, haben die einfach keine Chance. GDM ist schon sehr, sehr krass. Dann guck mal, zum Beispiel Toyota Chaser. Limousine, Alter. Einfach Limousine vom Werk, 300 PS.
1JZ, steht 280, der Streutabe hat immer 300 PS. Kannst du gleich quer fahren, kannst du Tuning-Munich machen und das Auto verreckt einfach nie. Da könnt, wenn jemand dieses Auto kaputt kriegt, dann hat er keine Ahnung von Autos. Wirklich, da, die Japaner fahren damit jahrelang im Drift, bewegen das im Drift jahrelang. Die Autos kriegst du einfach nicht kaputt, wirklich von Achse, die halt, Hinterachse hält 1000 PS ohne Probleme. Hier machst du einfach kleineren Lader, sogar den gleichen Lader kannst du upgraden und 500 PS drauf klatschen. Also Toyota Chase hat eigenen Tick und diese Cress hat auch eigenen Tick. Irgendwann mal muss ich im Video so die Kleinigkeiten zeigen. Aber auf jeden Fall, ich wollte mit das Video, mit dem Material hier, was ich aufnehme, Alter, wollte ich das Video einfach beenden. Habe ich gesehen, blöd, scheiße, geht doch nicht, Alter. Richtige Hauptschule, einfach in der Mitte aufgehört. Also Tüffler ist gefahren, begeistert davon. Wir müssen jetzt nur noch das legal auf Straße bringen. Und ja, und dann zwischendrin ist jetzt gekommen, jetzt geht es erstmal zum Space Museum für ein halbes Jahr. Kommt vorbei, guckt an, wenn nicht, guckt nicht. Viele tun nicht gehen, sagen, Alter, blöd, diese Rosak-Hauptschule labert so viel Scheiße, kann doch nicht sein, dass der so geile Kisten hat. Deswegen, wenn du so denkst, dann komm natürlich, Bruder, nicht vorbei. Uns pochui. Deswegen, danke, dass ihr schon mal das Video zu Ende geguckt habt. Ihr wisst Bescheid, was passiert. Deswegen, was wollte ich noch sagen? Was muss ich noch sagen, so in YouTube? Yeah, macht's gut, Alter, Pazani. Короче, bleibt original. Bleibt, wie ihr seid, Alter. Baut eure Kisten zu Ende. Baut wie keiner anderer und fährt damit. Wichtig, dass ihr mir 60 sagen könnt, eure Kinder. Hier, meine Kiste ist nicht in der Garage gestanden, ich bin damit gefahren. Das ist wichtig, okay? Давайте, bis dann, haut rein. Gangster G-Ride, shit, Alter.